von Bettina Kramer wissen, was es bei ihr gleich zu sehen gibt. Bettina? Wir zeigen Ihnen gleich ein echtes Wunderkind. Joel ist erst 2 Jahre alt, aber wenn es um Autos geht, macht dem Knirp so leicht keiner etwas vor. Er erkennt nur durch bloßes Hingucken jeden Wagen und wir zeigen es Ihnen gleich Ihren Blitz. Mit Bettina Kramer. Endlich geht's los. Guten Abend zu einer vollen Blitzsendung am Samstag. Hier sind einige Themen für Sie. Einmal feiern wie Kaiserin Sissi, das geht. Gestern tanzte die gesamte Münchner Schickeria auf dem Kaiserball. Unter den Gästen Society Lady Birgit Bergen. Die Schauspielerin hatte sich schon am Nachmittag mit Krönchen und Ballrobe ausstaffiert, um standesgemäß Hof zu halten. Dagmar Kraus und Martin Hörnle haben sie begleitet und gelernt, man muss keine Kaiserin sein, um sich wie eine zu fühlen. Und wir bleiben beim Thema Fotografie. Für einen Schnappschuss von Prominenten würden Paparazzi fast alles tun. Besonders in den USA lauern sie den Stars regelrecht auf. Und klar, dass so ein Promi dann auch mal sauer wird. Aber auch die Fotografen sind genervt und gehen immer häufiger zur Gegenwehr über. Regina Schaunig und Henrik Behrendt über Jäger und Gejagte. Und jetzt wird's schön, denn wir stellen Ihnen ein echtes Wunderkind vor, ein wirklich süßes. Joel Maurice Mann ist gerade mal 2 Jahre alt und kann kaum sprechen. Trotzdem kennt der kleine Fratz jede Automarke. Kein Scherz, Joel verblüfft alle. Und deshalb hat er sogar schon einen Sponsor. Ein Edelwagenhändler hat ihn jetzt nach St. Moritz eingeladen und ihm sogar ein Auto geschenkt. Das bekommt Joel natürlich erst in 16 Jahren. Anja Bredgen über einen 2-jährigen Autoexperten. Garantiert. Und von diesem kleinen Genie kommen wir zu einem großen, Wolfgang Amadeus Mozart. Für seine Musik ist er auf der ganzen Welt berühmt, aber 250 Jahre nach seiner Geburt setzt er nun auch Maßstäbe auf einem anderen Gebiet. Die Mode seiner Zeit ist wieder schwer angesagt. Was zum perfekten Mozart-Look gehört und wie viel man für ein Outfit à la Amadeus ausgeben muss, das weiß Önne Gaxo. Und wer für Schauspieler Ralf Bauer ganz weit vorne liegt, das verraten wir Ihnen jetzt im Blitz. Ein herzliches Willkommen bei Blitz am Samstag Teil 2. Bevor wir über Ralf Bauers neue Liebe berichten, erst einmal herzlichen Glückwunsch an den Gewinner unseres SMS-Spiels, der jetzt hier eingeblendet ist. Es hat sich gelohnt mitzuspielen. Sie haben 500 Euro gewonnen. Sie heißt Vicky. Sie ist bildhübsch und sie hat das geschafft, was sich viele Frauen hierzulande erträumen. Sie hat das Herz des beliebten Schauspielers Ralf Bauer erobert. Pech für uns, seine schönen blauen Augen strahlen jetzt nur noch für Vicky. Aber was für ein Glück, die beiden lassen uns alle an ihrer frischen Liebe teilhaben. Aber das Schöne sehen wir uns schon morgen wieder um 6:45 bei Blitz. Da zeigen wir Ihnen unter anderem die heißesten Modetrends für den Sommer 2006. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Samstagabend und viel Spaß mit Kommissar Rex. Tschüss.